Willkommen im device.de. Heute werden wir uns die besten Laptops bis 800 Euro ansehen. Das Acer Aspire 7 bietet eine starke Kombination aus Leistung und Mobilität, ideal für Nutzer, die sowohl arbeiten als auch spielen möchten. Der AMD Ryzen 5 5625U Prozessor und die Nvidia GeForce RTX 3050 Grafikkarte sorgen für flüssige Performance bei alltäglichen Aufgaben und anspruchsvollen Anwendungen. Das 15,6 Zoll große IPS-Display mit Full HD-Auflösung liefert klare und lebendige Bilder, perfekt für Streaming und Videobearbeitung. Trotz seiner vielen Stärken hat das Gerät einige Schwächen. Der Arbeitsspeicher ist mit 8 GB eher im unteren Bereich angesiedelt und könnte für anspruchsvollere Anwendungen begrenzt sein. Außerdem ist der Laptop mit 2,1 Kilogramm nicht der leichteste, was die Mobilität einschränken kann. Zudem könnte die Akkulaufzeit bei intensiver Nutzung besser sein. Insgesamt ist das Aspire 7 eine solide Wahl für Nutzer, die einen vielseitigen Laptop suchen, der sowohl für Arbeit als auch für Freizeit geeignet ist. Die Kombination aus leistungsstarkem Prozessor und guter Grafikkarte macht ihn zu einem attraktiven Angebot in seiner Preisklasse. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung erfahren. Das Acer Aspire 5 bietet eine starke Leistung dank des Intel Core i5 1235U Prozessors und der integrierten Intel Iris Xe Graphics. Mit 16 GB RAM und einer 512 GB SSD ist dieser Laptop gut ausgestattet für schnelles Multitasking und flüssiges Arbeiten. Das 15,6 Zoll große QHD-Display mit IPS-Technologie sorgt für scharfe und lebendige Bilder, ideal für die Medienwiedergabe und kreative Anwendungen. Einige Nachteile dieses Modells sind das Fehlen einer dedizierten Grafikkarte, was es weniger geeignet für anspruchsvolle Spiele macht. Die Tastatur hat kleine Auf- und Ab-Pfeiltasten, was die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen kann. Zudem bietet die Akkulaufzeit von etwa 7,5 Stunden bei Videowiedergabe nur durchschnittliche Laufzeiten, was bei intensiver Nutzung zu häufigem Nachladen führen kann. Insgesamt ist das Aspire 5 eine gute Wahl für Nutzer, die einen leistungsstarken und gut ausgestatteten Laptop für den täglichen Gebrauch suchen. Mit seinem hochwertigen Display und dem großzügigen Arbeitsspeicher bietet es ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung erfahren. Das HP Pavilion Plus 14EH1259NG ist ein schlankes und leistungsstarkes Notebook, das sich ideal für den täglichen Gebrauch und produktive Aufgaben eignet. Ausgestattet mit einem Intel Core i5 1340p Prozessor und 16 GB LPDDR5 RAM bietet es eine starke Leistung, die Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen problemlos bewältigt. Das 14 Zoll große IPS-Display mit einer Auflösung von 2240x1400 Pixeln liefert klare und scharfe Bilder, unterstützt durch die Intel Iris Xe Grafikkarte. Einige Nachteile dieses Modells sind das Fehlen einer dedizierten Grafikkarte, was die Nutzung für grafikintensive Spiele einschränkt. Zudem ist der Arbeitsspeicher fest verlötet und nicht erweiterbar, was zukünftige Upgrades unmöglich macht. Ein weiterer Punkt ist die maximale Helligkeit des Bildschirms von 300 Nits, die bei sehr hellen Umgebungen möglicherweise nicht ausreicht. Zusammenfassend bietet das Pavilion Plus eine gute Mischung aus Leistung und Mobilität, ideal für Nutzer, die einen zuverlässigen Laptop für Arbeit und Freizeit suchen. Die Kombination aus starkem Prozessor und hochwertigem Display macht es zu einer attraktiven Wahl in seiner Preisklasse. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung erfahren. Das Medion P17619 bietet eine solide Leistung für den täglichen Gebrauch und Multimedia-Anwendungen. Ausgestattet mit einem Intel Core i5 13420H Prozessor der 13. Generation und 16 GB DDR4 RAM ist dieses Notebook für reibungsloses Multitasking und schnelle Datenverarbeitung geeignet. Das 17,3 Zoll Full HD Display mit IPS-Technologie sorgt für klare und lebendige Bilder, ideal für Videostreaming und leichte Grafikbearbeitungen. Einige Nachteile dieses Modells sind die eingeschränkte Leistung der Nvidia GeForce MX 550 Grafikkarte, die nicht für hochintensive Gaming-Anwendungen geeignet ist. Zudem kann das große Display und das Gewicht von 2,1 Kilogramm die Mobilität einschränken. Die Akkulaufzeit von etwa 6,5 Stunden bei Videowiedergabe ist durchschnittlich und könnte bei intensiver Nutzung zu häufigem Nachladen führen. Insgesamt ist das P17619 eine gute Wahl für Nutzer, die einen großen Bildschirm und solide Leistung für alltägliche Aufgaben und Multimedia-Anwendungen suchen. Die Kombination aus starkem Prozessor und großem Speicher macht es zu einem attraktiven Angebot in seiner Preisklasse. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung erfahren. Das Lenovo V17 G4 IRU ist ein vielseitiges Notebook, das sich ideal für produktives Arbeiten und alltägliche Aufgaben eignet.
Ausgestattet mit einem Intel Core i7 1355U Prozessor der 13. Generation und 16 GB RAM bietet es eine starke Leistung für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen. Das 17,3 Zoll große Full HD IPS Display sorgt für klare und lebendige Bilder, unterstützt durch die integrierte Intel Iris Xe Grafikkarte. Einige Nachteile dieses Modells sind die relativ begrenzte Grafikleistung, da es keine dedizierte Grafikkarte hat, was es weniger geeignet für intensive Gaming- oder Grafikdesign-Aufgaben macht. Auch die Akkulaufzeit von etwa 6 bis 7 Stunden bei moderater Nutzung ist durchschnittlich und könnte für den mobilen Einsatz länger sein. Zudem ist das Gewicht von etwa 2,2 Kilogramm für einen Laptop dieser Größe normal, aber weniger ideal für ständige Mobilität. Insgesamt ist das V17 G4 IRU eine solide Wahl für Nutzer, die einen großen Bildschirm und starke Leistung für den täglichen Gebrauch suchen. Es bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eignet sich hervorragend für Büroarbeiten, Multimedia und leichte grafische Anwendungen. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung erfahren. Das HP Victus 15 FA0259NG ist ein leistungsstarkes Gaming-Laptop, das auf den Intel Core i5 12450H Prozessor und eine Nvidia GeForce RTX 3050 Grafikkarte setzt, um ein hervorragendes Spielerlebnis zu bieten. Mit 16 GB RAM und einer schnellen 512 GB SSD ist dieses Gerät gut ausgestattet, um sowohl intensive Gaming-Sessions als auch produktive Aufgaben zu bewältigen. Das 15,6 Zoll große Full HD IPS Display mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz sorgt für flüssige und scharfe Darstellungen, was besonders bei schnellen Spielen von Vorteil ist. Einige Schwächen dieses Modells könnten die eingeschränkte Akkulaufzeit und das höhere Gewicht von 2,3 Kilogramm sein, was die Mobilität etwas einschränkt. Zusammenfassend bietet das Victus eine solide Leistung für Gamer und produktive Nutzer, die ein zuverlässiges und gut ausgestattetes Laptop suchen. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung erfahren. Das HP Envy X360 2-in-1 ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Notebook, das dank seines 360-Grad Scharnierdesigns sowohl als Laptop als auch als Tablet verwendet werden kann. Es verfügt über einen AMD Ryzen 5 7530U Prozessor und 16 GB RAM, was eine hervorragende Leistung für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen bietet. Der 15,6 Zoll große Touchscreen mit Full HD Auflösung sorgt für eine klare und lebendige Anzeige, ideal für Medienkonsum und kreative Arbeiten. Einige Nachteile dieses Modells sind die begrenzte Grafikleistung der integrierten AMD Radeon Graphics, die für hochintensive Spiele oder Grafikbearbeitungen weniger geeignet ist. Zudem kann das Gewicht von etwa 1,82 Kilogramm die Mobilität etwas einschränken, wenn man es häufig unterwegs nutzen möchte. Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 12,5 Stunden zwar gut, aber bei intensiver Nutzung kann sie kürzer ausfallen. Insgesamt ist das Envy X360 eine hervorragende Wahl für Nutzer, die Flexibilität und Leistung in einem Gerät suchen. Es eignet sich besonders gut für den Einsatz in Studium, Beruf und Freizeit. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung erfahren. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!